Aber der Gott des Geldes hat gesiegt. Und der Gott des Geldes wird immer größer. Und irgendwann verschlingt er alles. Es steht nicht umsonst in den großen Büchern, in der Alte. Der Mammon wird ist eine der größten Gefahren für Menschen, dass der Mammon über sie Besitz ergreift. Und das muss ich jedes Mal wieder reflektieren. Und es geht mir genauso. Ich rede nicht von den anderen Leuten. Ich rede von mir genauso. Das ist eine enorme Gefahr. Ich lebe in einer Welt, wo es ganz viel Geld kriegt. Ich verdiene viel Geld. Ich bin hoch privilegiert, weil ich viel. Aber es geht immer darum, sich die ganze Zeit zu reflektieren darüber. Weil die Macht des Geldes ist grenzenlos. Aber die Einsicht kommt nicht, solange es Menschen gibt, weil die Verführung ist zu groß. Man will Sicherheit. Es ist irreal. Es passieren völlig irreale Dinge, aber diese irreale Dinge kommen aus dem Bestreben raus, dass wir, ja, jetzt habe ich das, ja, um Gottes Willen, wenn das kommt und wenn das kommt, dann habe ich nichts mehr. Stell dir das mal vor. Und je mehr du hast, vielleicht desto mehr denkst du daran. Jemand, der nicht viel hat, der kann nicht dran denken, dass viel weg ist, weil er nicht viel hat. Ich sage nicht, dass es ihm besser geht. Ich sage nur, was psychologisch passiert. Und das ist Geld. Und du musst dich die ganze Zeit damit auseinandersetzen, dass dich Geld nicht beherrscht. Es ist keiner mehr glücklicher, ob er 100.000 im Monat verdient oder 50.000. Das spielt keine Rolle, das macht keinen Unterschied. Mehr als Essen und es ist null. Das, jede Statistik sagt das. Es ist ein Unterschied, ob du 800 Euro netto verdienst im Monat und eine Familie ernähren musst, was du nicht kannst. Und deine Kinder nichts kaufen kannst. Und die haben alle Spielzeug und iPad und alles. Und dein Kind hat es nicht. Dann hast du ein Problem. Oder kannst du dir nichts geben oder darf nicht den Schulanteil, wenn du keine 50 Euro hast. Aber wenn du 3,5 netto hast oder 4,5 netto oder 50 netto, es ist egal. Das weiß man von Erhebungen. Ist man nicht glücklicher. Aber es ist Bestreben nach nochmal mehr Sicherheit, nach nochmal mehr Anerkennung. Es ist normal, es geht mir auch so. Ich muss es immer reflektieren. Und das ist der Prozess, der jetzt stattfindet.